Hallo liebe Freunde des Pedalierens. Ich kann auch noch bei schönem Wetter, ob es glaubt oder nicht. Also die Serie der Regentouren, ja, die ist heute vorbei. Definitiv. 16 Grad, nicht plus 6. Es fährt sich angenehm. Diesmal gibt es den Havel-Radweg im März. Meine letzte Tour ist ja schon 6 Wochen her. Insofern wird es mal Zeit, einen aktuellen Bericht von der schönen Havel zu bringen. Ich habe ein paar Bilder eingeblendet von Brandenburg. Nicht zu viel, kennt ihr ja schon, habe ich oft genug gefilmt. Und wenn ja, ihr noch mehr wollt, na, dann mache ich mal einen Link hier drunter. Dann könnt ihr den Film aus dem Februar euch anschauen. Die Havel ist immer schön. Und ihr kommt mit. Die Impressionen, die hier mitlaufen im Hintergrund, besser gesagt im Vordergrund, meine Stimme im Hintergrund, sind hier mal die Bilder, die ich aus den Tongruben aufgefangen habe und aus der Landschaft, die denn dort ist, eben bei Götz. Also immer wieder genial, immer wieder interessantes Farbenspiel. Alles gut, alles gut. Ja, ich weiß sicher nicht. Dankeschön. So, ja. Eben habe ich mich durch ein offenes Tor locken lassen und bin leider hier neben den Havel-Radweg geraten. Aber jetzt habe ich es wieder korrigiert. Ich habe mich schon gewundert, warum zwischen Berg und mir kein Zaun ist.
euch schöne Bilder gezeigt von der Havel hier auch um Ketzin und bis an Föhnbrann. Jetzt direkt hier in Föhn gibt es eine Umleitung, der Radweg ist gesperrt. Ja, aber auch schön. Am Bahnhof Werder vorbeigekommen. Werder war ja nun auch schon Endpunkt bzw. Startpunkt von Touren in diesem Jahr. Und es geht weiter auf dem Havelradweg in Richtung Potsdam. Ich bin jetzt 45 Kilometer gefahren, also bis Berlin werden es etwa 70 werden. Alleine dadurch, dass ich dann aber hinter mir der Klinikerbrücke nicht auf dem Havelradweg bleiben werde, sondern dann an der Straße fahre, um noch mal ein paar Höhenmeter reinzukriegen. In 140 Metern an der Gabelung rechts halten. Man muss sich etwa 1 Kilometer muss man sich über die Bundesstraße 2 quälen. Dann ist man hier in der Gemeinde Schwiedersee und ist in Gelto und befindet sich wieder in einer wunderschönen Umgebung. Aber diesen Kilometer muss man die Zähne zusammenbeißen und ein sehr guter Asphalt macht es möglich. Ach ja, da geht jetzt eigentlich der Radweg hoch, um 150, 200 Meter weiter wieder runterzukommen. Ich bleibe unten. Yes! Hintergrund ist der, das fährt sich echt beschissen nach oben. Und dann lieber die gute Straße hier unten und einfach nur genießen.
Hier am Plötzinensee führt ja der Havelradweg direkt über ein Campinggrundstück, eine Campinganlage. Da wird also auch das nächste Problem deutlich. Ja, die Hotels schließen langsam. Campingplätze hier, der ist auch nicht bebucht. Und ja, das heißt wahrscheinlich alles wild campen. Essen nur kalt, was eben der Einzelhandel hergibt. Aber kein Restaurant. Und ich bin ja eher so mit diesem Luxusproblem unterwegs, dass ich nicht selber koche. Also eventuell muss da jetzt noch in den nächsten 6 Wochen ein Kocher her. Mal sehen. Überhole links. Gut, danke schön. An so einem schönen Ufer entlang kann man hier wunderbar bis ins Herz von Potsdam fahren. Die Hochhäuser stehen schon in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs. Direkt dahinter ist ja dann das Herz von Potsdam mit Holländerviertel, Regierungsbereiche und dergleichen. Mit der Klinikerbrücke im Hintergrund werde ich nun die Schlussworte für dieses Video reden, weil danach wird es dunkel. Ich quäle mich gleich den Berg hoch, da kann ich dann sowieso nicht mehr reden. Und ja, das kann ich ja hier im Hintergrund laufen lassen. Mir hat die Strecke Spaß gemacht, vor allem es war im Warmen. Ich bin jetzt mit einer Jacke weniger unterwegs als heute Morgen und das ist schon mal wieder viel wert. Der Frühling kann kommen. Ich bin langsam vorbereitet, zumindest von der Streckenlänge her, noch nicht von den Höhenmetern. Das ist ja dann nochmal eine andere Nummer. Ja, ich fand's schön. Ich freue mich über jeden Daumen hoch. Ich freue mich auch über Kritik. Aber ey Leute, nicht bloß den Daumen runter, denn bitte streicht mein Abo und haut einfach ab. Okay, in dem Sinne, Kette rechts und bis zum nächsten Video.